Heute zeigen wir euch ein paar Fitnessübungen für zu Hause für den Oberkörper. Alles, was ihr braucht, ist eine Box oder ein paar Bücher, eine Erhöhung, auf der ihr gut Liegestütze machen könnt. Dabei geht ihr genauso vor, wie Gerrit und ich es jetzt vormachen. Das heißt, ihr bewegt euch mit Liegestützen von der einen Seite zur anderen Seite und wieder zurück. Das Ganze könnt ihr mehrfach wiederholen, am besten 2 bis 3 Mal. Bei der nächsten Übung ist ein Arm und das gegenüberliegende Bein gestreckt, während der andere Arm die Ferse des gegenüberliegenden Beines berührt. So stärkt ihr neben Bauch- und Rückenmuskulatur auch eure Koordination. Nachdem wir gerade die Bauchmuskulatur trainiert haben, trainieren wir nun die Muskulatur des unteren Rückens. Dafür legt ihr euch auf den Bauch und hebt die Hände und die Füße zeitgleich hoch. Probiert dabei, die Füße möglichst zusammenzulassen und möglichst viel Körperspannung zu halten. Für die nächste Übung könnt ihr wieder eure Box oder einen Stapel Bücher verwenden. Legt die Hände mit den Handballen auf die Box oder die Bücher auf, sodass die Finger nach vorne zeigen und arbeitet aus dem Trizeps heraus, die Beine sind gestreckt. Wenn ihr mit der Übung Schwierigkeiten habt oder irgendwann nicht mehr könnt, könnt ihr die Beine anwinkeln. Je mehr ihr die Beine anwinkelt, desto leichter wird die Übung. Achtet aber darauf, aus dem Trizeps und nicht aus den Beinen herauszuarbeiten. Nun kommen wir zu ein paar Gleichgewichtsübungen. Nehmt dazu zuerst das linke Bein nach vorne und probiert dabei möglichst wenig zu wackeln. Führt die Übung mit beiden Beinen und etwas länger aus als ich. Nehmt nun das Bein nach außen und dreht die Hüfte ein. Und zuletzt nach hinten. Nehmt jetzt die linke Hand nach vorne und wendet euren Blick nicht mehr von der Hand ab. Gebt mit eurer Hand langsam nach links, folgt mit dem Blick, um dann wieder zur Mitte zurückzukehren. Solche Gleichgewichtsübungen helfen euch, auch bei gedrehten oder gesprungenen Tritten nicht zu wackeln und verhindern, dass ihr umknickt. Probiert jetzt langsam mit den Fingerspitzen eure Fußspitzen zu berühren, ohne zu wackeln. Wiederholt diese Übung mehrfach. Als kleine Bonus-Zusatz-Gleichgewichtsübung könnt ihr dann noch probieren, ob ihr eine Kniebeuge auf einem Bein schafft. Probiert dabei, euer Gewicht möglichst weit nach vorne zu verlagern, damit ihr nicht nach hinten umkippt. Probiert die Position unten etwas zu halten und euch dann langsam aus dem anderen Bein wieder nach oben zu drücken. Wenn dir das Video gefallen hat, besuche uns auf www.btf-ev.de.